Ja, also was das betrifft, Ihnen ist bewusst, dass wir Profis sind, oder? Dass wir uns wahrscheinlich schon früher mit Piraten befasst haben. Diese Situation hätte viel schlimmer ausgehen können. Aber es hätte auch viel besser laufen können, wenn wir auch nur die geringste Anstrengung zur Deeskalation unternommen hätten. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, um uns auszuhelfen. Aber versuchen Sie beim nächsten Mal zuerst die Situation zu begreifen. Sollte das wahrscheinlich auch dem Captain sagen. Ich kann da nicht mehr weggucken. So, danke. Sah gerade aus, als hätte sie sich einfach... So, und jetzt mit dir hier noch. Du bist der Captain. Hallo, Pilot. Dach. Hier gelandet. Ich war ganz von Anfang an bei den Pionieren. Nun ja, so gut wie. Bergbaurechte waren damals schwer zu bekommen. Und wenn Sie nur ein Gelegenheitsarbeiter am Rande des Sonnensystems sind, behandelt Sie die gut geölte Maschine der terranischen Protektoratswirtschaft wie Weltraumstaub. Übrigens nichts für ungut. Ich weiß nicht, ob Sie affiliiert sind, aber als wir uns trafen, kamen Sie aus dieser Richtung. Okay. Sie hat was? Ah ja, natürlich. Wie mutig. Und als diese Xenon hereinströmten und wir sie einfach vom Himmel pusteten, das war herrlich, nicht wahr? Hätte das nicht ohne sie geschafft, mein Freund. Ach so, na dann. Und das hat sie Ihnen gesagt? Sie beiden müssen sich schon ziemlich nahe stehen. Sehen Sie, ich sage nicht, dass sie falsch liegt. Ich weiß, ich habe überstürzt gehandelt. Hätte die gesamte Operation gefährden können. Tut mir leid, dass ich sie falsch eingeschätzt hatte. Ich sah einfach ein Schiff, das ich nicht kannte, das in diesem kritischen Moment ankam und versuchte mein Bestes, um den Schein zu wahren. Aber ich weiß, dass das nichts ändert. Ich sollte mich vielleicht eine Weile von Shani fernhalten. Eine sehr lange Weile. Entschuldigung. So. Muss ich das jetzt sagen? Dass ich mal vom tyrannischen Geheimdienst bin? Ich glaube, ich will das gar nicht sagen. Ich bin doch vom Geheimdienst. Ich kann doch nicht rumlaufen und allen direkt sagen, Mensch, hier, ich bin Spezialagent. Wie konntest du nur? Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Jetzt halt die Frage. Ich will ja unauffällig herumfragen. Muss ich dich jetzt schon wieder fragen? Ich hab doch gerade erst... Ich rede auch noch mal mit dir. Sternlicht möge auf sie fallen. Ja, danke. Nee, das hatte ich doch alle schon. Guten Tag. Fehlt jetzt noch einer? Oder muss ich dem das sagen? Ich will dem nicht sagen, dass ich hier... Gehörst du noch dazu? Grüße, Pionierkollege. Ja, moin. Ich bin auf einer Handelsmission für die lokale Niederlassung des Teladi-Unternehmens. Wenn es gut läuft, kann ich mich vielleicht bald als CEO des Uguras Foundation, Lieferant des Fortschritts und Geschäftspartner der Segaris Pioniere bezeichnen. Unabhängigkeit ist wirklich einer der größten Katalysatoren für Profit. Okay, ich mach das jetzt auch. Okay. Ah, man kann also hier auch weiter rumfragen. Dann suche ich mal dieses asymmetrische Gesicht. Haben Sie schon mal gehört, dass bestimmte Sinneseindrücke Erinnerungen auslösen können? Für mich persönlich ist es der Anblick meines steigenden Guthabens. Ah, Alter. Du bist aber nicht sehr günstig. Was beim Teladi natürlich auch kein Wunder ist, ne? Ja, faszinierend. Vergnügen, Geschäfte mit Ihnen zu machen. Ich kann schon spüren, wie alles schnell zu mir zurückkehrt. Nun, ich erinnere mich lebhaft daran, dass ich einen höchstwahrscheinlich agonischen Mann sah, der das Zollamt eilig verließ. Als Teladi kann ich solche Dinge nicht wirklich kommentieren, aber einer seiner Art könnte ihn tatsächlich als
ungehörig beschrieben haben. Sein Gesicht wies seltsame Markierungen auf, möglicherweise aufgrund einer Kriegsverletzung oder einer billigen Operation. Abgesehen davon sollte ich heute ein Handelsabkommen besprechen und mein Termin wird ständig verschoben. Ich habe lange genug gewartet. Leben Sie wohl, großzügiger Gönner. Das sollte reichen. Ich glaube, Verbindung zu finden. Ich glaube, ich muss einfach noch mal was trinken. Das geht ja nicht. So. Verdächtige Person. Ist der Captain? Ja, warum nicht? Hallo, Pilot. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Guck mich mal an. Hast du ein seltsam asymmetrisches Gesicht? Ja, du hast einen asymmetrischen Hals. Wer soll jetzt die verdächtige Person sein? Ich bin gerade mit dem... Also es wird der Captain markiert. Und sie auch. Hallo. Ach ja? Was bringt Sie dazu, das zu denken? Okay, okay. Ui. Beruhigen Sie sich. Bitte treffen Sie keine vorschnellen Entscheidungen. Wir sind keine Kriminellen, okay? Wir sind das vernachlässigte Stiefkind des tyrannischen Protektorats und müssen irgendwie über die Runden kommen. Manchmal braucht einer dieser Yaki etwas von uns und wir brauchen etwas von ihnen. Wir hatten nicht erwartet, dass es so plötzlich schief läuft. Bitte machen Sie kein Tamtam. Ich werde Ihnen sagen, was Sie wissen wollen. Dieser Blick mit diesem Hals. Die Frau tut mir leid. Das müssen doch Schmerzen sein. Diese Art von Wissen liegt weit über meiner Gehaltsstufe. Ich weiß nur, dass es etwas mit all diesen neuen Forschungsprogrammen zu tun hat, die hier aus dem Boden geschossen sind. Anscheinend rennen unsere Wissenschaftler ständig gegen eine Wand und diese Yaki haben zufällig manchmal die Lösung. Größtenteils im Austausch gegen Hightech-Komponenten. Tja, viel Glück damit. Temsa könnte es wissen. Aber seien Sie behutsam mit ihr. Sie hat gerade jemanden verloren und ich kann mir vorstellen, dass sie zu aufgeregt ist, um eine ihrer Befragungen durchzustehen. Robert, ich habe das Zollamt für Sie markiert. Ich war doch schon im Zollamt, du musst mir das nicht markieren. So. Keiner da. Oh. Warten Sie sich, Assistent. Unsere Untersuchung erfordert äußerste Eile. Ich glaube, ich kann immer noch nicht laufen. Aber ich kann mich hinteleportieren. Ist viel schneller. Ha! So, einmal bitte aufstehen. Hallo. Ja, hallo. Ansonsten ist immer noch keiner da. Dann suchen wir jetzt mal die flüchtende Zollbeamtin. Ich hätte immer noch den größeren Antrieb holen sollen. Dieser Asteroid sieht seltsam bewohnt aus. Oder kann es wissen?
Hieß auch Station. Es könnte auch die schlechte Auflösungsqualität ihrer Kamera sein. Aber diese Arme zu groß. Da ist wieder der Zollbeamte. Erschrecken Sie mich. Wir müssen noch den Hinweis finden. Sie da. Genau dort stehen bleiben. Grieche. Es scheint, dass wir unfreiwillig eine Tragödie für Sie geschaffen haben. Ein vorsichtiger, gefühlvoller Schubs könnte Sie überzeugen, das Bofu zu verschütten. Antworten. Drohen Sie mir? Nein! Es tut mir leid, dass ich das Schiff abgeschossen habe. Danke, dass Sie es mir mitgeteilt haben. Vielleicht ist es das Beste. Gegen Ende war er eine Gefahr für sich selbst und für alle um ihn herum. Das waren wir vielleicht einmal früher. Es ist übrigens wahr. Er kam zu mir erst kürzlich. Hörte nicht auf, über diese neue Cyberware zu reden, die er aus terranischer Hightech gebaut hatte. Er war so stolz. Und natürlich wollte er, dass ich sie bekomme. Dachte, dass es mich dazu bringen würde, meine Entscheidung zu überdenken und vielleicht mit ihm zurückzugehen. Er war schon so weit gegangen. Ich brachte es nicht über mich, Nein zu sagen, und so nahm ich sie. Behielt sie bei mir, obwohl ich wusste, dass ich niemals zurückkehren würde. Dorthin. Oh. Die Jagd hier entwickeln bestimmt wieder Terraformer. Hören Sie, ich mache Ihnen ein Angebot. Sie scheinen vernünftiger zu sein, als ich erwartet hatte. Und ich habe das Gefühl, dass Sie nicht aufhören würden zu suchen, nur weil ich Ihnen gesagt habe, Sie sollen abhauen. Machen Sie weiter und nehmen Sie das. Sehen Sie, wohin es Sie führt. Ich bitte Sie nur, aufgeschlossen zu bleiben und ein Buch nicht nach seinem Einband zu beurteilen. Dort, wo Sie hingehen, wird es ein paar hässliche davon geben. Viel Glück. Ein Gegenstand. Ja. Wie seltsam. Sie hat gesagt, sie wirft was ab. So seltsam ist das nicht. Xenotyrannisches Implantat. Container. Es gibt ein Seminar. Für die Verwaltung. Gleich unseren. Dies scheint ein recht fortgeschrittenes Stück Kybernetik zu sein. Sein Schöpfer scheint seine Seele selbst in die komplizierten Metallarbeiten gegossen zu haben. Und wenn meine Augen mich nicht irreführen, ja, es scheint mit dem furchterregenden und unheimlichen Asteroiden in ihrer Nähe verbunden zu sein. Assistent, ich befehle Ihnen. Jawohl, Chef. Verlassene Asteroidbasis. Warum fühle ich mich eigentlich die ganze Zeit so, als wäre ich jetzt wirklich der Angestellte von dem Boron? Muss ich hier scannen? Verbindung zu den oder kann ich die Station anquatschen? So, auch hier anfunken? Nee, ne? Aber die haben Handelsangebote. Oder auch nicht. Okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Verbindung zu den Yaki. Finde. Ja, ich fliege scannend um den Asteroiden rum. Aber ich scanne nichts, ich sehe nichts, ich bin auch ein bisschen weit weg. Die Gladius. Ach, das ist sogar das Sprungtor. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein Sprungtor gefunden, aber es ist das Standardtor. So, Kontakt zu den Yaki. So, unser Schiff. Ist alles gut. Ah, guck mal da. Da blinkelt es ja. Da muss man wieder ran.
Alter, das fliegt in der Luft, das Signal. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Ach so. Ja, wahrscheinlich schon. Was muss ich hier machen? Hecke, Geschützkontroll, Geschützturmkontrollkonsole. Ich habe aber, glaube ich, keinen Sicherheitsschneider dabei. Was passiert, wenn ich das jetzt annehme? Muss ich das machen? Hilfe, Fragezeichen. Ja, Hilfe, Hilfe. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Mission unterbrochen. Neue Mission. Ja, es ist die andere Mission. Ich will... das habe ich mir gedacht. Jetzt bekomme ich dann eine Schwarzmarktmission hier für den verlassenen Asteroiden. Verbindung zu den Yaki. So, Anführer ist von größerer Bedeutung, dass sie in meine Intuition glauben. Ja, das habe ich ja alles gemacht. Verbindung zu den Yaki. Verbindung zu den Yaki. Ich kann auch weiterfliegen. Fliehe auf, dagegen den Asteroiden zu fliegen. Das hätte ich wahrscheinlich nie gefunden, weil ich zu nah dran bin, um sowas zu sehen. Ja, ich kann mir sogar vorstellen, auf welcher Seite der Tunnel dann ist. Stimmt, da, wo dieses andere komische Bild da so rausgeguckt hatte. Also hier hätte ich jetzt eigentlich gedacht. Das ist aber falsch. Da! Mensch! Gut, dass ich kein Großkampfschiff habe. Schafft es das M nicht? Doch! Es muss jetzt ausprobiert werden. Pah! Es... Verdammt! Es muss hätte doch ein S-Schiff sein müssen. Die Kurve schafft es nicht. Die Kurve schafft es nicht. Ja, ist ja gut.